Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Minimal, die Show über die kleinen Dinge des Lebens, die natürlich wie immer in 16 mal 9 ausgestrahlt wird. Aber bevor wir hier anfangen, wir haben natürlich wieder zwei wunderbare Gäste. Wir haben Briefe bekommen, Zuschauerpost, jedes Mal. Unsere Show ist ja auch sehr beliebt. Diesmal von Marianne Hensel aus Gummersbach. Marianne schreibt: Liebes Team von Minimal, ich liebe euch und eure Sendung. Aber in der letzten Ausgabe, in der ihr die kleinste Violine der Welt gezeigt habt, konnte ich gar nichts erkennen. Tja, Marianne, vielen Dank erstmal für den Brief. Klar, es ist natürlich schwierig, so ein kleines Instrument richtig in die Kamera zu bekommen. Ich saß letztes Mal auch wirklich direkt daneben, konnte es auch sehr schwer erkennen, aber gut, wir schreiben jetzt das Jahr 2017, wir senden in Full HD. Ich glaube, Sie haben ein relativ altes Gerät zu Hause. Gehe ich jetzt mal auch von aus, weil ich zu Hause es gesehen habe. Wenn Sie das nächste Mal in Full HD diese Sendung einschalten, dann wird es vielleicht leichter gehen. Nun, aber genug geredet zu meinem ersten Gast, Peter Greibig aus Hameln. Peter, Sie sind Myrmekologe. Was genau ist das? Ja, die Myrmekologie, es ist die Forschung der Ameisen. Das heißt, ich beobachte Ameisen, studiere ihre Biologie und beobachte vor allem ihr Sozialverhalten. Und Sie haben jetzt hier auch mitgenommen, richtig? Ja, ich habe was ganz Spannendes mitgebracht. Ja. Das ist das ist richtig bahnbrechend, was ich hier habe. Ja, Sie haben eine spannende Entdeckung entdeckt und das wollen Sie jetzt hier einmal präsentieren. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr interessiert. Ja, ich habe nämlich herausgefunden, dass es hier in diesen Ameisenstädten regelmäßig zu Aufständen kommt. Und dabei sind es quasi so richtige kleine Revolutionen, wenn Sie so wollen. Ah, da sehe ich auch gerade eine Ameise. Ja, genau. Die gerade gegen eine andere kämpft, das ist richtig? Ja, genau. Das ist nicht nach dem Prinzip alle gegen alle, sondern es finden hier richtige Einzelkämpfe statt, so quasi richtig gladiatorenmäßig. Das müsst ihr mal kurz in die Kamera zeigen. Hier sehen Sie diese Ameisenfamilie und das ist wirklich der Wahnsinn, was hier passiert. Wie lange geht denn so ein Kampf? Können Sie mal sagen? Also der spezielle Kampf hier, der geht jetzt schon so 5 Stunden. Generell kann man das eben halt nicht so verallgemeinern. Das kann eben halt durchaus auch mal bis zu 2 Wochen dauern, so ein Kampf. Wahnsinn. Und das ist wirklich ein generell dieses Spektakel hier, ja, was man hier sehen kann. Ich finde es auch erstaunlich, dass man jetzt hier so sehen kann, dass die sich hier so kreisförmig um die anderen Ameisen versammelt haben. Das sehe ich. Ich weiß nicht, ob Sie das im Fernsehen auch sehen können. Wunderschön. Also sowas habe ich auch tatsächlich auch nie gesehen. Ja, und das wirklich Spannende, was ich noch entdeckt habe, ist, dass manchmal sich die Ameisen sogar tatsächlich richtige Waffen suchen. Nein. Ja, doch. Also dann können Sie sich das wirklich vorstellen, dass sie quasi mit so kleinen Mini-Degen und Schwertern gegeneinander kämpfen und dann eben halt so lange, bis nur noch einer überlebt. Da bin ich wirklich froh, dass es hier in dieser Sendung, dass Sie hier hergekommen sind, weil genau darum geht es ja auch, um kleine Dinge, und das ist wahnsinnig schön. Aber vielleicht gucken wir danach nochmal in den Kampf herein. Und mein zweiter Gast heute, Ferdinand Grote aus Bielefeld. Ferdinand, hallo. Weshalb sind Sie denn hier? Ich bin hier, weil ich Sammler seltener Briefmarken bin. Seltene Briefmarken? Ja. Ah, das ist natürlich auch eine sehr kleine Sache, das freut mich. Was ist denn an Ihrer Sammlung so besonders? Also man könnte sagen, dass ich eine der exklusivsten Sammlungen der Welt besitze. Meine exklusivsten 3 Briefmarken, die habe ich heute sogar einmal mitgebracht, damit ich sie hier einmal zeigen kann. Mhm. Ich denke, dass kaum ein Mensch seit Jahrzehnten diese Exemplare zu Gesicht bekommen hat. Darf ich die auch mal sehen? Ja, sicher, natürlich. Also, als erstes hätten wir, soll ich dann in meine Kamera halten? Gehen Sie bitte einmal auch hier in die Kamera, dann wird man das sehen. Also, hier haben wir einmal die grüne Jamaika. Oh. Ja, das ist eine Marke, die im Ursprungswert nur 40 Cent war, aber inzwischen auf 60.000 Euro beziffert wird. Da gefallen mir auch hier die Details, die Umrandung. Ja, ganz genau. Also, das ist auch das Besondere. 60.000? Ja, das ist das Besondere bei der grünen Jamaika. Also, nicht nur diese Details, sondern natürlich auch ihre geringe Anzahl, in der sie jetzt nur noch vorhanden ist, und natürlich auch ihr sehr charakteristischer Geruch. Ja, wollen Sie einmal riechen? Ja. Tatsächlich. Ja? Schade, dass wir hier kein Geruchsfernsehen haben. Ah. Denn dann könntet ihr das natürlich auch sehen. Oh, den muss ich auch mal bringen. So, was haben Sie denn noch? Ja, dann habe ich natürlich noch meine zweitliebste Marke dabei. Mhm. Das ist die, Moment, ich halte es wieder in meine Kamera. Ja.
Bitte einmal. Genau. Das ist die 20-zahnige Ohio. Oh. Ja, 20-zahnig ist sie natürlich, weil ne, man hat ja immer so seine kleinen Zähnchen an der Briefmarke, wenn man sie aus dem Heftchen herausreißt. Und hier sind tatsächlich nur 20 Zähne dran. Das macht sie zu einer besonderen Marke. Wahnsinn. Ja, und dann habe ich noch, Moment, lege ich hier wieder ab. Und dann habe ich hier natürlich noch mein ganz besonderes Schätzchen. Das ist die tonganische 11¾. Tonganische 11¾? Ja, genau. Warum, wie kommt dieser Name her? Ja, das ist eine seltene Marke aus dem Südsee-Pazifikstaat Tonga, wo im Prinzip gar keine Briefe verschickt werden müssten, weil die Insel so klein ist, dass man eigentlich alles zu Fuß erreichen kann. Aber sie haben doch auch eine Briefpost. Der Brief hätte 47 Cent gekostet. Oh, okay. Und damit man 4 Briefmarken für einen Brief braucht, hat diese Marke den Wert 11¾. Ach. Ja, das ist natürlich völlig sinnvoll. Ja. Das freut mich auf jeden Fall. Ja, ja. Schön. Wie viele wurden dann davon gedruckt? Dann nur 3. Und ich bin der stolze Besitzer einer dieser 3 Marken. Ja. Wahnsinn, okay. Schön. Ja, dann bin ich natürlich sehr geehrt, dass Sie auch hierher gekommen sind und diese schönen Briefmarken. Ich weiß nicht, wie ihr sie. Ja, Sie können sich auch sehr gerne geehrt fühlen. Also nach dieser Sendung kommt diese Marke selbstverständlich wieder gleich in den Safe. Wahnsinn. Gut. Alles klar. Gut, dann sind wir auch schon wieder am Ende der Sendung. Vorher aber noch ein kleines Gewinnspiel. Wie immer, im Jackpot sind inzwischen 20.000 Euro drin. Und gut, hier blenden wir eine Nummer ein. Der oder diejenige, die anruft, muss nur eine Frage beantworten. Was ist 1x1? Hier bei Minimal sollte das zu schaffen sein. Vielleicht sind Sie ja der glückliche Gewinner. Moment mal. Meine tonganische 11¾, die habe ich hier jetzt hingelegt. Wo ist die jetzt geblieben? Wo ist die hin? Wo ist die hin? Ja, die lag hier jetzt auf dem Tisch und dann... Ich glaube, eine unserer Ameisen hat sich eine Waffe gesucht. Meine tonganische 11¾! Ah, natürlich. Ah, wunderschön. Geben Sie sie mir sofort wieder. Tut mir leid, aber das kann ich leider nicht tun. Sonst würde ich hier das Sozialverhalten stören und danach würden die nie wieder zusammenfinden. Zur Hölle mit Ihrem Sozialverhalten. Ich will meine Marke wieder haben. Okay, das war's schon wieder von Minimal. Bis zum nächsten Minimal.